500 Besucher feierten den ersten Weihnachtsfeiertag im Pauli-Kloster. Wir haben uns für euch bei den Besuchern einmal umgehört. Ist super alles. Die Musik ist super, die Getränke sind super, die ganze Stimmung. Und alle lachen sie mich aus, weil ich gerade gefilmt werde. Die wievielte Cocktailparty ist es denn für dich? Ich habe die 15. Naja. Und ist heute ist ja wieder im Pauli-Kloster, letztes Jahr war es im Stahlpalast. Hier weiter feiern? Ambiente ist hier schöner. Hey, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön, dankeschön. Warum feierst du heute hier? Hast du wirklich heute? Ja, ich habe jetzt gerade. Jetzt in dem Moment. Nicht schlecht. Und du hast die Karten aber geschenkt bekommen von einer Freundin. Leider nicht. Was? Deine erste Christmas-Cocktail-Party oder das wievielte Mal bist du dabei? Stammgast. Keine Ahnung. Fünfte, sechste Mal. Du hast heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Warum feiert man seinen Geburtstag auf der Christmas-Cocktail-Party? Weil es schön ist. Hey, machst du es jedes Jahr? Meine Mädels, nein, das erste Mal. Robin, wie gefällt dir denn die Party heute? Sau gut. Warum bist du eigentlich hier? Warst du schon mal auf einer Christmas-Cocktail-Party? Wie bitte? Warst du schon mal auf einer Christmas-Cocktail-Party? Nein, ich habe jetzt ca. 15 bis 25 Jahre gearbeitet, wollte jetzt mal privat sehen und das ist doch unglaublich geil. Hans, du bist hier ohne Krawatte auf einer Christmas-Cocktail-Party. Was soll denn das? Ja, also bis vor 5 Minuten war sie noch dran, muss ich dazu sagen, ne? Aber gut, ist ja nach Mitternacht, da kann man schon mal ablegen und legerer werden. Ja, na klar, also mittlerweile wird es ja ein bisschen wärmer. Ja, die Tanzer hier ist voll, ne? Und die Stimmung ist natürlich ordentlich am Brummen, ne? Okay. Was geht denn heute besonders bei den Brandenburgern? Was wollen die Brandenburger bei der CCP trinken? Caipirinha ist beliebt, Tequila Sunrise und Sex on the Beach. Okay. Und sind die Leute nach deinem Geschmack hier? Sind die alle anständig ja, oder sind die schon unter dem Tisch? Schön. Creme de la Creme von Brandenburg. Und im nächsten Jahr wird wieder hier gefeiert? Kannst du auch schon was verraten? Wenn es morgen noch steht und man uns wieder reinlässt, könnte klappen. Ja.